pass dieses Mal etwas besser auf. Du kannst sonst auf der Straße schlafen. Ja, Herr. Kein Teller wird mehr unter meinen Augen. Ich sehe, ihr habt noch nicht begonnen. Bin ich froh. Wirt, ein Krug Wein für mich und den Dichter. Wollt ihr dem Dichter nicht gleich ein paar Teller zahlen, wenn euer Beutel schon so locker hängt? Wie meint ihr? Ich verstehe nicht. Schon gut. Heute ist nicht viel los hier. Der Markt in der Sonnenstadt behält sich das Volk bis in den Morgen. Heißt das, es gibt keine Geschichte heute? Das fände ich... Na, mich gibt's ja auch noch. Unser Freund, der Dichter... Oh, entschuldigt. Der Abenteurer ist nur mehr damit beschäftigt, dem guten Herrn Wirt die Falten auf die Stirn zu treiben. Was soll das? Ich warte doch nur auf meine Zuhörer. Und Wein. Oh, wie ich auf den Wein warte. Ja, euer Wein. Oh, hab Dank, gnädiger Wirt. So will ich den auch gleich. Der Wein ist für diesen Herrn dort. Und ihr werdet zuerst eure Scherben zusammenkehren. Nun, liebe Zuhörer, einen Moment noch. Dann will ich euch auch endlich die wunderliche und furchterregende Geschichte erzählen vom... Erzähl einfach. Claudio Volino und Hörspielprojekt präsentieren Conan, Episode 2, Das Herz des Elefanten. Frei nach der Erzählung von Robert E. Howard. Kein so guter Ort wie dieser hier ist es, wo meine nächste Geschichte ihren Anfang nehmen will. Die Keule wird er genannt. Und keinen verderbteren Ort werdet ihr so schnell finden. Oh. Dort, in Arenyun, im Herzen des verkommenen Zamora, feiern die Diebe des Ostens sich selbst des Nachts. Fackeln flackern entlang der krummen, unbefestigten Straßen. Laute des Kampfes, jene des Stahls und ja, auch jene des Fleisches. Wenn ihr versteht, hallen über den Unrat und die Pfützen in den Gassen, während sich Betrunkene gröhlend an kaputten Türen und rußgeschwärzten gesprungenen Fenstern durch eben diese nach abgestandenem Wein und schlimmeren, stinkenden Gassen drängen. Wachleute, mit schmutzigen Münzen zum Schweigen gebracht, stören dieses Schauspiel nicht. Geschickte Diebe und Beutelschneider, erbarmungslose Menschen, Meuchelmörder, kalt wie die Nacht, Dirnen, behangen mit falscher Pracht und genauso heuchlerisch in ihrem Tun. Alle lieben sie diesen Ort. Genauso sehr wie... Ach, was will ich sagen? Ein übler Ort. Ein wirklich übler Ort. Und irgendwo zwischen den verderbten Gesängen und Lauten der Lust, hinter Schleiern von rauchiger Luft, im düsteren Schein weniger Fackeln und Kerzen. Ja. Ja, nun, schmutzige Dolche blitzten auf von den Gurten schwarzäugiger, dunkelhäutiger Zamoria. Das Breitschwert eines riesigen Hyperboreas ebenso. Wisst ihr, Männer, was sage ich, Wölfe. Wölfe aus 2 Dutzend Ländern tragen ihren Stahl dort offen zur Schau. In der Keule. Na, das ist ja... Ja, wahrlich kein Ort der Andacht und des Gebets. Ein chemitischer Fälscher mit pechschwarzem, geringelten Bart schüttelt gerade noch seinen Kopf über den anzüglichen Witz eines fetten, fahnenflüchtigen Söldners, der sich nun als Menschenräuber verdingte und auf dessen Schoß eine junge, kühnäugige Bretonierin saß. Sagte andere Eunuchen haben keine Frau. Der Kerl darauf. Dann ist es wohl seine Tochter. Meine Blume. Mein Goldstück. Als ein junger Mann durch die Eingangstüre kam,
Obwohl groß und breit und muskulös wie ein Tiger, schien ihn keiner zu bemerken. Nach mir, dem gefürchteten Träger, könnt ihr noch vieles lernen, wenn es um den Hauch solcher weichen Schöpfe geht. Lass das nicht, Schwein! Ach, geh her, Zamora! Wer so nicht mehr Geschick in dieser Kunstfertigkeit geboren, als du dir je wärst alleine können! Recht, Mann, das kommt. Hier. Lange Beine, wie die Schöpfung eines königlichen Bildhauers. Rundungen, wie sie die Götter selbst sich wohl dereinst ersonnen haben mögen. Lippen. Oh, diese Lippen. Ach, bei Bell, dem Gott der Diebe. Noch vor Morgengrauen werde ich sie über die Grenze Zamoras geschafft haben, wo bereits eine Karawane auf diese kostbare Fracht wartet. Ja, 300 Silberstücke soll ich für ein solches prachtvolles Stück bretonischer Dame bekommen. So versprach es mir ein Graf aus Ophir. Und siehe da! Wochenlang musste ich suchen, bis ich eine passende fand. Als Bettler verkleidet, huschte ich durch die Grenzstädte. Ja, es war also nur eine Verkleidung. So, so. Ich kenne Herrschaften aus Schim, die für eine solche Schönheit sogar das Geheimnis des Elefantenturms eintauschen würden. Mich und den meinen kennst, knurrte der Mann aus Schem und rümpfte seine große Adlernase, während er die Hand unbemerkt um den Griff seines Dolches legte, aber dann plötzlich innehielt. Der fette Kotia betrachtete noch den Grund seines Bierkruges, als er an seiner Tunika ein Zupfen bemerkte. Der große, muskulöse Fremde stand hinter ihm, und er musste seinen Kopf weit in den Nacken legen, um sein Gesicht zu sehen. Gebräunte Haut, zerzaustes schwarzes Haar über einer breiten Stirn, Augen blau und rund. Ein Barbar? Ein echter Barbar? Ich habe noch nie einen solchen Mann gesehen. Ihr habt vom Turm des Elefanten gesprochen. Ich habe viel über diesen Turm gehört. Was ist denn sein Geheimnis, um das hier allerorts so viel Aufhebens gemacht wird? Der Turm des Elefanten? Die Geheimnisse des Elefantenturms? Warum? Also, jeder Narr weiß darum. Er haust dort. Jara, der Priester. Er wacht dort über das Elefantenherz. Man sagt, es sei der Quell seiner Zauberkraft. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meinem Freund, der, wenn man so will, ja soeben aus der frostbedeckten Wildnis des Berglandes in den Süden nach Zamora gekommen war, der rechte Sinn für Zivilisation fehlte. Zwängen maß er wenig Bedeutung bei. Und Gesetze waren ihm etwas, für das er kein Verständnis aufbrachte. Ich habe den Turm gesehen. Oben, oberhalb der Stadt. Hohe Mauern, ja. Aber leicht zu erklimmen. Großer Garten um den Turm, aber Wachen habe ich keine gesehen. Warum hat noch niemand diesen geheimnisvollen Stein gestohlen? Dass er sich hier als Berufsdieb verdingen wollte, war also alles andere als unvorstellbar. Doch war er, naja, eher wagemutig als geschickt, muss man sagen. Es ist einer diesen Heiligen. Das Juwel des Jahres stehlen. Hör her, junger Kamerad. Du bist doch aus dem Norden, nicht? Ein Barbar,
nehme ich an. Ich bin ein Chimerier. Was du nicht sagst. Zum Wohl. So öffne deine Ohren, junger Kamerad. So will ich dir ein wenig meine Weisheit schenken. Du musst nämlich wissen, dass hier in Zamora und ganz besonders hier in dieser Stadt mehr stolze Diebe leben als irgendwo sonst auf der Welt. Mehr noch als in Kort. Wenn irgendein sterbliches Wesen dieses Juwel hätte stehlen können, wäre es längst weg. Das seid ihr mal sicher. Du sprichst davon, über die Mauern zu klettern, ja. Aber wärst du drin, würdest du dich auch sogleich wieder nach draußen wünschen, junger Kamerad. Es hat einen Grund, warum man dort keine Wächter umherstreifen sieht. Diese wäre... Ja, keine menschlichen jedenfalls. Wie? Also, selbst wenn du es durch den Garten schaffst, sitzt eine bewaffnete Garde in der großen Kammer am Fuße des Turms. An denen müsstest du vorbei. Und an was sonst noch? Ja, du bist auch noch da. Schön. Der Stein liegt irgendwo oben im Turm. Irgendwo oben. Ach. Aber so ist denn ein Mann schaffen sollte, den Garten zu durchqueren. Weshalb sollte er denn nicht... nicht von oben durch das Dach zum Stein gelangen. Die Wachgarde würde so umgangen. Hört her! Dieser Barbar hält sich für einen Adler. Auf den juwelbesetzten Zinn des Turms möchte er landen. Ihr wisst schon, 150 Fuß hoch, die Seiten glänzend und glatt wie poliertes Glas. Von dort aus möchte dieser junge Barbar, Adler, dem fürchteinflößenden Jager, einen schönen Haufen auf sein wertvolles Herz scheißen. Diesen Spott kannte er nicht. Wo er herkam, bemaß man seine Worte sorgsamer. Und eine solche Unhöflichkeit mochte einen gespaltenen Schädel zur Folge haben. Verwirrt und befremdet wollte er sich also schon abwenden. Doch... Komm! Erzähl doch diesen armen Kameraden hier. Erzähl ihnen, wie du das Juwel stehlen möchtest. Sind's doch nur Diebe und waren es schon, als du noch nicht einmal geboren. Ja, aber bitte... Es findet sich immer ein Weg, wenn zum Verlangen noch der Mut hinzukommt. Was? Erst wagst du es, uns unser Geschäft zu erklären, dann nennst du uns Feige. Verpiss dich! Lass dich, ihr Barbar! Geh mir aus den Augen. Du verspottest mich. Und jetzt legst du Hand an mich. Jetzt legst du Hand an mich! Du heimlicher Hund! Hässliche Barbarenfotze! Dafür will ich mir ein Herz holen. Sie wollen löschen.
vielen Muskeln. Hä? Ja, dich meine ich. Oh, schön groß und hart und lang. Ich hoffe, ich kriege nicht ein Schwert, das du da an deiner Seite trägst. Ich hoffe, er will sich nicht unser Geschäft unter den Nagel reißen. Halt nackt, wie er ist. Wenn ihr euren Lendenschurz nicht eigenhändig abbekommt, würde ich euch gerne helfen. Mein Dank gebührt euch. Dies werde ich euch nur wissen lassen. Euer Dank? Warum? Ihr habt vollbracht, zu was ich nicht imstande war. Und dem fetten Kotia seinem widerwärtigen Wanst aufgeschnitten. Er hat es verdient. Wenn ihr meint. Aber ja doch. Mögen eure Götter euch bei eurem Unterfangen gewogen sein. Ich habe keine Götter. Es gibt Krumm. Doch diese Welt interessiert ihn nicht. So soll es denn sein. Viel Glück, Baba. Er hatte jenen verwerflichen Teil der Stadt schließlich hinter sich gelassen und fand sich bald im Tempelbezirk wieder. Und wie ein Traum erschien ihm dieser, mit all seinen schneeweißen Marmorsäulen, den goldenen Kuppeln und silbernen Bögen. Er hatte davon gehört, dass die Zamoria unzählige Götter anbeteten, einer fremdartiger als der andere, die Religion verwirrend und kompliziert, ihre ursprüngliche Kraft verwässert oder gar verloren in einem Irrgarten der Rituale und Formeln. Immer wieder war er für Stunden in die Gelehrtenhöfe gezogen, um den Priestern und Weisen zu lauschen. Und stets war er danach verwirrter als zuvor. Sicher nur in einem, nämlich, dass sie alle nicht ganz richtig im Kopf waren. Ihr Priester mit dem vielen Gold! Meine Götter! Ein Oberhaupt! Krumm! Wohl, weil es sich bei ihm viel einfacher gestaltete. Das Oberhaupt! Er lebt auf einem Berg, von wo aus er Verderben und Tod sät. Ihn anzurufen, ihn anzuflehen, ist vergebens und ohne Sinn. Ja, ein düsterer, ein wilder Gott hasst Schwächlinge, hasst sie. Alles strebt dort nur einem Punkt zu. Aber er ist es auch, der einem Mann bei seiner Geburt den Mut eingibt. Und auch den Willen, ja, und auch die Macht. Nämlich? Die Macht, seine Feinde zu töten. Genau. Weil für alles andere brauche ich keinen Gott. Nein. Wirklich nicht. Dann ragte vor dem Chimeria der Turm des Elefanten auf, was ihn sofort aus seinem Grübeln riss. Er war froh, dass es Nacht war. Bei Tag, im Licht der Sonne, war es fast unmöglich, ihn anzusehen. So strahlte er. Manch einer sagt, er sei aus purem Silber. Ein perfekter, glänzender Zylinder von 150 Fuß Höhe. Was bist du?
Von unten ließ sich die Anzahl der Juwelen und Edelsteine, welche hoch oben die Zinnen oder die Brüstung des Turmes schmückten und nun gerade im Sternenlicht funkelten, nicht einmal erahnen. Warum Turm des Elefanten? Egal, wen er gefragt hatte, keiner wusste so recht, wieso der Elefantenturm so hieß, wie er eben hieß. Er hatte einmal von monströsen grauen Tieren gehört, die Elefanten genannt wurden. Sie sollen sowohl vorne als auch hinten einen Schwanz haben und spitze Zähne, so lang wie ein Mann. Im heißen Land der Hyrkanier mochten solche Ungeheuer vielleicht leben, dachte er sich. Aber nicht in Zamora. So viel war sicher. Warum nur? Finden wir es doch gemeinsam heraus. Wie? Lass es mich kurz machen, Baba. Taurus ist mein Name. Wir haben dasselbe Ziel. Dein Ruf eilt dir voraus. Beide stehen wir hier. Und ich kann dir behilflich sein und du mir. Nur eine Bitte. Schlag mir nicht den Schädel ein. Conan sah sich um. Vor ihm ragte die Mauer empor, die den Garten umgab, in dessen Mitte der Turm emporragte. Am Fuße der Mauer wuchsen dichte Büschel von Gestrüpp, ausladende Sträucher und knorrige Ranken, die ihre hölzernen Krallen in die Spalten des Mauerwerks trieben. Hier drüben bin ich. Und im selben Augenblick, als des Chimeriers Klinge durch die Luft schnitt, trat hinter einer dicken Ranke ein Schatten hervor. Nicht so schnell. Ich bat euch doch, mir nicht den Schädel einzuschlagen. Nun gut. Du bist kein Soldat. Barbar. Du bist ein Dieb. Wie ich. Taurus von Nemedia, werde ich genannt. Taurus von... Ja, doch. Man nennt dich den Prinz der Diebe, nicht wahr? Nicht, dass sich Conan den Prinz der Diebe so vorgestellt hätte. Beinahe so groß wie er selbst, doch breiter und mit einem stolzen Bauch. Und ihr seid wohl Conan, der Chimerier? Ja. Hier sind wir nun. Deshalb sollte... Wer weiß schon, was sich die Zamorier gedacht haben. Es ist ein uraltes Volk, das sich mit keinem der anderen westlichen Völker das Blut teilt. Sie können weder Bretonia noch Nemedia ihre Brüder nennen. Auch die Leute aus Aquilonien und Kurt teilen sich keine Wurzeln mit diesem bösen Volk. Was auch immer. Hier kann der Prinz zum König werden. Ein Juwel und ein Geheimnis. Was für eine Beute. Du sagst es, Taurus. Genug für zwei? Genug für 200, wenn du mich fragst. Hör zu, Conan, der Chimerier. Noch nie habe ich ein Abenteuer geteilt, musst du wissen. Doch eine Ahnung durchfuhr mich vorhin, als dein Schatten zwischen den Säulen dort hinten hervorkam. Bei Bel, die Gefahren, die uns erwarten, mögen wohl leicht für uns beide reichen. So viel steht fest. Und mit diesem verfluchten Juwel werden wir eine Einigung finden. Sobald wir es in den Händen halten. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich vor kurzem von einem betrunkenen Höfling gehört habe. Yara, der Hohepriester, sagte er, habe einst einem verfeindeten Prinzen ein leuchtendes Juwel vor Augen gehalten. Was? Blendende Strahlen brachen aus diesem verfluchten Stein heraus und... und umhüllten den Prinzen wie ein Leichentuch.
Schreiend und zuckend fiel der Prinz zu Boden. Schrumpfte zu einem jämmerlichen schwarzen Haufen zusammen. Und lief schließlich als schwarze Spinne umher. Bis Yara ihm mit seinem Absatz ein Ende bereitet. Immer, wenn er sich sehen lässt, bringt er Verderben in die Welt. So gesehen wollen wir dankbar sein, dass Yara seinen Turm nicht sehr oft verlässt, nicht wahr? Ich denke schon. Auch der König von Zamora fürchtet ihn. Mehr als den Tod selbst, so sagt man. Und er muss sich Tag ein, Tag aus betrinken, da er diese Furcht nüchtern nicht ertragen kann. Uralt soll Yara sein. Jahrhunderte. Das Juwel soll ihm dies ermöglichen. Das Herz des Elefanten. Nun, ich denke, dass... Beibel, wie dem auch sei. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Schneller als es Conan erwartet hatte, hatte der kräftige Nemedia sich daran gemacht, die Mauer zu erklimmen. Conan tat es ihm nach. Flach auf der breiten Mauerkrone lagen sie dann und beobachteten den Garten, in dem einige Sträucher und Bäume locker verteilt in einem sorgsam gepflegten Rasen standen. Manche der Pflanzen hatte er noch nie gesehen, fremdartig in Form und Wuchs, und Blüten, die selbst in dem wenigen Licht, das die Sterne und ein schmaler Mond boten, in kräftigen Farben leuchteten. Conan versuchte gerade einen kleinen Baum besser zu erkennen, dessen Äste wie die Schwänze von großen Echsen aussahen, da bemerkte er, dass der Nemedia verschwunden war. Conan hatte nichts gehört oder gesehen, ließ sich aber sogleich langsam in den Garten hinab. Rufen wollte er Taurus nicht, also verharrte er kurz und vertraute auf seine Instinkte. Einen Augenblick später vernahm er ein Rascheln und meinte, ein metallisches Kratzen erkannt zu haben. Er zog sein Schwert. Solltest du dort hinübergehen wollen, dann stolpere besser nicht über den toten Gardisten. Ein toter Gardist? Ich dachte, der... Ja, ich auch. Hab von dort oben seine schöne polierte Rüstung funkeln gesehen. Dachte mir, ich kümmere mich lieber gleich mal drum. Was uns hier noch erwartet, ist genug. Aber du hast einen Fehler gemacht. Ich? Einen Fehler? Oh, unmöglich. Du hättest den Toten hinter einen der Büsche ziehen sollen. Ihn verstecken. Sag der Novize zu dem Meister der Kunst. Hör zu. Die Wachen wechseln erst zur Mitte der Nacht. Würden sie jetzt seine Leiche finden, würden sie natürlich Alarm schlagen und mit viel Geschrei und Getrampel zu Yara laufen, um ihm gleich von dieser wenig erfreulichen Entdeckung zu berichten. Ja. Wir hätten wohl noch Zeit zu fliehen, würden sie später aber nach ihm suchen. Könnten wir uns in einer Situation wiederfinden, aus der wir nicht mehr entkommen könnten. Vielleicht hast du recht. Wie dem auch sei. So, lass uns nun mit dem verdammten Gerede keine wertvolle Zeit mehr vergeuden, ja? Es gibt keine Wachen hier im Garten. Also keine menschlichen. Wesentlich tödlichere Kreaturen sind hier für Eindringlinge zuständig. Sie sind auch der Grund, warum ich nicht schon viel früher hierher gekommen bin. Aber jetzt habe ich einen Weg gefunden, sie auszuschalten. Aber was ist mit den Soldaten im unteren Teil des Turms?
Der alte Yara haust darüber. Seine Kammern befinden sich weiter oben im Turm. Dorthin werden wir gehen. Und hoffentlich von dort auch wieder zurückkommen. Über das Dach schleichen wir uns hinein, huschen hinab zu dem alten Teufel und erdrosseln ihn, bevor er einen seiner üblen Zauber auf uns legt. Zumindest werden wir es so versuchen. Natürlich besteht eine gewisse Möglichkeit, dass wir als, Spinne oder Kröte unter dem Absatz des Zauberers enden. Aber diese Möglichkeit steht dem Reichtum dieser Welt gegenüber. Und ein guter Dieb sollte sein Risiko kennen, sich aber nicht davor fürchten. Darin sind wir uns einig. Ich für meinen Teil gehe, soweit ein Mann eben gehen kann. Gut, dann folge mir. Conan verstand nicht so recht, weshalb der Nemedia wieder zurück zur Mauer huschte. Doch seine Verwunderung war noch größer, als er sah, wie schnell es der Mann trotz seiner stolzen Leibesfülle wieder auf den Sims der Mauer geschafft hatte. Er folgte ihm. Ich sehe nirgends Lichter. Der Turm sieht unten ebenso glatt aus wie oben. Wie ist das möglich? Wie geht man dort ein und aus? Oh, es gibt Türen. Fenster. Ja, ein schlauerer Mann als ich es bin, muss es gebaut haben. Denn ich kann dir nicht sagen, wie und... Ach, nun ist es jedenfalls alles geschlossen. Luft kommt von oben in den Turm. Verstehst du? Einen Moment beobachteten die beiden noch den Garten, der vor ihnen lag. In all dem Schatten schien ein Dunst der Gefahr zu brüten. Unsichtbare Augen starrten aus den dunklen Ecken gierig nach Beute. Dazu fiel Conan nun auch ein merkwürdiger Geruch auf, der ihm die Nackenhaare aufstellte. Er witterte einen lauernden Tod. So. Holen wir uns nun das Herz des Elefanten. Folge mir. Aber bleib hinter mir, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Und wieder stiegen sie in den Garten hinab. Sie taten wenige Schritte, immer eng an der Mauer entlang, bis Taurus plötzlich innehielt. Conan, sein Schwert kampfbereit, bemerkte, wie der Nemedia ein kleines Kupferröhrchen aus seinem Gürtel zog, während er einen breiten, schattigen Fleck nur wenige Fuß vor ihnen anstarrte. Auch Conans Blick war von dieser Dunkelheit angezogen worden. Angespannte Erwartung. Es ist windstill. Wie kommt es... Dann, zunächst blitzten nur zwei Augen auf, wie kleine Fackeln in der Ferne. Doch dann kam ein weiteres Paar dazu, dann noch eines. Und noch eines blitzte aus den Schatten zu ihrer Linken. Löwen. Ja, wie recht du doch hast, mein barbarischer Freund. Tagsüber hält man sie in den Höhlen unter dem Turm. Deshalb brauchen sie nachts keine Wächter in diesem Garten. Es sind 5 Stück. Vielleicht mehr. Dort, in den Schatten. Sie lauern und warten darauf. Sei still. Taurus ging langsam und vorsichtig, als würde er auf Rasierklingen laufen, weg von der Mauer auf die Schatten zu. Conan konnte die Aufregung der Bestien spüren, konnte sie riechen. Die Mäuler geifernd nach Fleisch, nach Fressen. Sein Schwert zum Schlag angesetzt, sah er Taurus das schlanke Röhrchen heben. Das er sogleich an seine Lippen legte und hineinblies. Er hielt Conan mit einem Arm eng bei sich, als er sich herumdrehte und dabei einen gelben Nebel um sich herum verteilte. Was soll das sein? Sollte plötzlich der Wind aufkommen,
sollten wir zusehen, dass... Ach, es ist glücklicherweise windstill. Wen interessiert's? Warte einfach, bis es gänzlich verschwunden ist. Es einzuatmen bedeutet den Tod. Conan hielt die Luft an, als der nun grün-gelbe Nebel hinabsank. Wie die Fetzen eines alten Leichentuches hingen hier und da noch geisterhafte Reste in der Luft. Taurus deutete vorsichtig voranzuschreiten. Auf die Büsche zu. Hin zu den Schatten. Und hin zu den 5 großen Leibern, die ausgestreckt auf dem Gras lagen. Reglos, wie hingeworfen. Sie starben, ohne einen Laut von sich zu geben. Taurus, was war das für ein Pulver? Man bereitet es aus einem schwarzen Lotus. Dieser hier blüht nur in den verlorenen Dschungeln von Kitai. Dort, wo nur die gelbschädligen Priester von Yun hausen. Wer an diesen Blüten riecht, stirbt. Conan besah sich eine der Bestien. Dann eine andere. Er wollte sicher gehen, dass sie auch wirklich keine Gefahr mehr darstellten. Und er bemerkte, wie er dort neben einem der beeindruckenden Tiere stand, dass tatsächlich ein jegliches Feuer aus ihren Augen verschwunden war, die nunmehr trüb in die Leere starrten. Wieder einmal musste er feststellen, wie fremd ihm die Zauberei der fernen Länder war. In seiner Heimat waren es der Wille und der Stahl, die einen Mann dorthin brachten, wo er sein wollte. Nicht Blüten oder Staub oder im Dunkeln gemurmelte Worte. Und wieso könnt ihr die Wächter des Turms nicht einfach auf die gleiche Art aus dem Weg schaffen? Weil dies alles Puder war, welches ich besaß. Und allein dies zu beschaffen, war ein Abenteuer, welches mich unter den Dieben zu einem Prinzen machen würde. Ich holte es mir in einer mondlosen Nacht bei einer Karawane auf dem Weg nach Stygien. Ich schlich mich hinein und griff es mir aus einem Täschchen aus gewobenem Gold, das ich zuvor aus den Windungen einer riesigen Schlange gezogen hatte, ohne sie zu wecken. Aber jetzt komm schon, bei Bell. Wollen wir unsere Zeit bei Geplauder im Garten verschwenden? Ich denke nicht. Sie bewegten sich rasch durch das Grün hin zum Fuß des Turmes, wo Taurus aus seinem Gewand ein Seil hervorzog, an dessen Ende sich merkwürdig geformte Haken befanden. Ich denke, ich weiß, was du vorhast. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein solcher Narr wärst. Taurus packte das Seil kurz hinter dem Haken und begann es zu schwingen. Sein ganzer Körper bewegte sich mit dem immer länger werdenden Seil mit, bevor er es in die Höhe schnellen ließ. Beim ersten Wurf. Was für ein Glück. Conan war aufrichtig beeindruckt. Denn Nemedia zog und zerrte und schien festzustellen, dass es tatsächlich Halt gefunden hatte, am oberen Rand des Turms, von wo die bunten Juwelen herabfunkelten, und begann mit dem Aufstieg. Doch irgendetwas störte Conan. Das Licht? Die Luft? Was ist mit dir, Gemeria? Er lauschte, spannte sich an, wie ein wildes Tier. Dann zog er sein Schwert. Ein mächtiger Schatten hatte sich hinter Conan erhoben und stürzte sich schließlich auf den Barbaren. Und ich sage es euch, keiner von uns zivilisierten Leuten hätte sich so schnell bewegen können, wie es dieser Barbaren tat. Selbst fast schon ein wildes Tier, wich er den riesigen Pranken des Löwen aus und drehte sich mit seinem Schwert, schlug zu und spaltete dem Tier den Schädel. Verflucht sei der Schoß, aus dem diese Bestie gekommen ist. Stirb!
den Abgrund gesehen. Ja. Bist du verletzt, Mann? Nein. Bei Krom. Aber so nah fühlte ich mich dem Tod. Erst selten. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mal gebrüllt, hat dieses verdammte Vieh. Ja, als es angegriffen hat. Warum? Alles ist hier sonderbar. Lautlos sind die Löwen. Und lautlos sind auch die anderen Tode, die an diesem Ort auf uns lauern. Diese Keilerei war nicht allzu laut. Aber vielleicht hat doch jemand etwas gehört. Auch wenn die Garde wohl um diese Zeit entweder schläft oder betrunken ist. Oder beides. Jetzt komm schon. Dann ist dieses eine Biest eben dem Duft des Todes entkommen. Wird schon keines mehr da sein. Auf jeden Fall müssen wir nun endlich das Seil hochklettern. Einen Chimeria muss ich wohl nicht fragen, ob er dazu auch in der Lage ist, oder? Das sieht nicht sehr... Es würde drei meiner Sorte tragen. Unter uns. Es wurde aus den Locken ganz bestimmter toter Weiber gehoben. Ich selbst habe ihre Zöpfe zur Mitte der Nacht aus ihren Gerüften geholt. Und ich selbst habe sie mit dem giftigen Saft des Upasbaumes getränkt, um ihnen noch mehr Stärke zu geben. Wie dem auch sei. Ich gehe zuerst und du folgst nicht hinter mir. Na, komm schon. So kletterten die beiden Diebe an dem Seil am schimmernden Turm hoch. Schwätzte ihnen der dicke Nemedia auch ein wenig zu viel von Zauberei und ähnlich fremden Dingen, so konnte Conan doch nicht umhin, respektvoll anzuerkennen, mit was für einer Leichtigkeit er sich hinaufarbeitete. Er war sich sicher, dass Taurus ebenso wie er schon schlimmere Aufstiege hinter sich hatte. Als er zu Taurus aufsah, der gerade über den Rand kletterte, sah Conan die Juwelen, die dort in das silbrige Mauerwerk eingelassen waren. Rubine, Saphire, Smaragde, Türkise und noch viel mehr funkelten prächtig von dort herab. Mit jedem Schritt, den er sich näherte, verschmolzen die Farben mehr zu einem gleißenden weißen Licht, wie ein Regenbogen aufleuchtend mit jedem Schlag seines Herzens. Was für ein fabelhaftes Vermögen! Taurus! Seht euch das! Ja. Aber komm, haben wir uns erst das Herz des Elefanten geholt, ist all das und noch viel mehr unser. Komm, Kamerad. Wir wollen uns einen Moment nehmen, um Luft zu holen. Und die Augen zu öffnen. Beide standen nun auf dem flachen Dach. Unter ihren Füßen ein sonderbarer dunkelblauer Stein. Goldene Flecken schienen das Sternenlicht aufzusaugen. Durch den Schein der strahlenden Juwelen konnte man wie durch einen Schleier aus Licht in ferner Tiefe die nächtliche Stadt erkennen. Aber kein Laut drang aus dem verkommenen Arinjun zu ihnen hinauf. Hier, seht her, dort hat sich der Haken hineingefressen. Ja, ist das denn zu glauben? Unsere beider Leben hingen an einem Fleck nicht größer als der Nagel meines großen Zehs. Da, unter dem blauen Juwel. Man möchte meinen, zwei solche Leiber hätten diesen Stein da einfach herausbrechen lassen. Ah, nein, da war das Glück wohl erneut auf unserer Seite, was? Ich beschwer mich nicht, das kannst du mir glauben. Nun,
Die richtigen Gemeinheiten liegen allerdings noch vor uns, mein lieber Freund. Wir sind im Bau der Schlange und haben nicht die geringste Ahnung, wo sie steckt. Noch als Taurus dies sagte, standen beide plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite des Turms. Bei Chrom. Ja, da stimme ich dir zu. Vor ihnen öffnete sich eine Türe aus goldenen Schuppen. Dahinter lag eine Kammer. Wände und Decke bedeckt von glitzernden Edelsteinen. Keine Kerze oder Fackel erleuchtete den Raum. Und doch erschien alles wie zur hellsten Stunde des Tages. Allein durch die Steine. Bevor wir uns endgültig hinabstürzen, schau du noch einmal über den Rand. Alle Seiten, ja? Halt Ausschau nach Wachen oder irgendetwas Seltsamen, was weiß ich. Schau und dann komm wieder her. Ich warte immer hier, mein Freund. Ich halte das für unnötig. Aber wie du meinst. So etwas wie Argwohn erwachte in dem Barbaren, als er begann, die Runde zu drehen. Er ärgerte sich, dass er dem Nemedier nicht widersprochen hatte. Zu viele Kameraden hatte Conan trotz seiner jungen Jahre schon gehen sehen. Ob als Krieger, als Söldner oder, ja, als Gauner. Nur drei kleine Wunden im Nacken. Ja, Giftpfeile. Aber wo? Ja. Taurus. Prinz der Diebe. Du hast den Tod nicht kommen sehen. Aber jetzt kannst du deine Augen schließen. Öffne sie wieder in den Hallen von Bell. Kamerad. Jetzt ist er wahrlich kein Freund der vielen Worte, so wie manch anderer. Aber man glaube deshalb nicht, dies alles würde ihn nicht berühren. Tatsächlich hatte er nicht gelernt, solche Gefühle in Worte zu fassen. Und doch spürte er sie. So brütete er oftmals tagelang darüber nach. Wurde mit der Zeit gar ein etwas eigenbrötlerischer Grübler, wenn ich das so sagen darf. Aber so blickte er auch furchtlos in die dunkelsten Kammern seines Herzens. Und wer würde da nicht ein wenig eigen werden? Zuletzt ließ er den Nemedia jedoch zurück und schritt grimmig auf die goldene Türe zu. Wachsam wie eine Raubkatze schob er sie auf und schlüpfte lautlos in die Kammer dahinter. Sei verdammt. Nicht einmal Conan konnte an sich halten, so überwältigt war er ob des Anblicks, der vor ihm lag. Eine Myriaden Juwelen glühten von den Wänden, lebendig und kalt wie das Herz eines Sterns. Neben vier edlen Divanen, bedeckt mit golddurchwirkter Seide, standen etliche Truhen, schönstes Mahagoni, silberne Beschläge, einige davon verschlossen, andere jedoch geöffnet und teilweise bis über den Rand hinaus gefüllt mit Edelsteinen aller Art, Gold und Silber. Es wirkte auf ihn, als läge aller Reichtum der Welt hier in diesem Raum. Von welchem Wert mochte dann erst das eigentliche Juwel sein, hinter dem er her war? Doch sein barbarischer Instinkt ließ nicht zu, dass er mit seinen Gedanken und Sinnen zu lange bei den Schätzen verweilte. Er sah sich weiter um. An der Decke bemerkte er ein sonderbares Ornament. 8 Seiten, schwarz, und darin 4 rot leuchtende Steine.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes sah er eine Tür. Von wo magst du gekommen sein, Tod? Er schlich auf die Türe zu, das Schwert wachsam in der Höhe, als der Tod in Form eines Schattens an ihm vorbeiflog. Hatte er sich gerade noch mit einem Sprung vor dem unbekannten Angreifer retten können, schoss dieser bereits wieder von hinten auf ihn zu. Ein hässliches, haariges Scheusal schwang sich auf ihn zu. Er hatte sich zwar darunter wegducken können, doch der Geifer des Viehs spritzte umher und traf auf Conans Schulter. Du verfluchte Missgeburt. Komm und koste nur meinen Stahl. Groß wie ein Schwein raste der Schrecken auf acht haarigen Beinen auf ihn zu. Vier bösartige Augen blitzten ihn an. Bierige Kiefer schnappten auf ihn zu. Wie aus einem Albtraum geboren. Mit einer Drehung konnte er ausweichen und schaffte es sogar, dem Monstrum eines seiner hässlichen Beine abzuschlagen. Das Monstrum ließ sich allerdings davon nicht aufhalten, schoss einfach weiter und krabbelte schließlich eine der Wände, wobei es einige der Juwelen mit widerlichem Schleim besudelte. Du warst der Tod, der den Emelia so heimtückisch niedergestreckt hat. Nun, hier stehe ich, dein Tod. Und keines Gottes Halle wird auf dich warten, wenn ich mit dir fertig bin. Fast hatte er gedacht, die Kreatur würde ihn verhöhnen, wie sie dort oben in einer Ecke kauernd leicht auf- und abwippte. Doch plötzlich schoss sie wieder auf ihn zu, hinter sich herziehend einen grauen, klebrigen Faden, dick fast wie ein Seil. Conan widerstand dem Drang, es mit seiner Klinge zu durchtrennen, wusste er doch, dass er vermutlich daran kleben bleiben würde. Dies musste er unbedingt vermeiden. Er sah zu der anderen Tür. Die Spinne war schneller bei der Türe gewesen und hatte einen klebrigen Faden darüber gelegt, nur um gleich wieder hinter ihm herzugehen. Weiter Fäden verteilen. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Bis ihn schließlich einer an der Ferse berührte und regelrecht von den Füßen riss. Conan sah sich schon in einem schleimigen Kokon verpackt. Doch der gewaltige Unwille, sich gegen eine solche Kreatur geschlagen zu geben, fachte einen leidenschaftlichen Zorn in ihm an. Hektisch suchte er nach etwas, mit dem er endlich das verfluchte, hässliche Ding erschlagen konnte. Conan befreite sich mühsam von dem Faden und ging vorsichtig zu dem Vieh, das nun aufgebrochen unter der Kiste lag. Eine Pfütze stinkenden grünen Schleims breitete sich aus. Was für Narren waren wir, zu denken, der obere Teil des Turms wäre nicht bewacht. Nun. Conan hatte sich unter dem klebrigen Faden hindurchgeschoben und war durch die Tür getreten. Zunächst konnte er kaum erkennen, was vor ihm lag. Doch allmählich erkannte er eine silberne Treppe, die hinabführte. Zwielicht lag in der Tiefe. Fackeln konnte er nirgends erkennen. Oder Kerzen. Oder jene sonderbar leuchtenden Juwelen. Seine einzigen Begleiter schienen Geister und Phantome. Und auch wenn er Furcht nicht so empfinden mochte oder mag, wie wir es vielleicht tun, so musste er doch kurz darüber nachdenken, welche Gefahren hier nun vor ihm liegen würden. Jara, bist du es? Was? Wo ist er? Ich muss... Wo ist er? Er wollte nicht an den Priester denken,
irgendwo weiter unten im Turm vielleicht schon auf ihn wartete. Doch er spürte Hexerei. Dieser Ort war voll davon. Es drückte sich in seine Gedanken wie ein Gift. Er ging hinab. Und doch fühlte es sich so an, als würde er einen Berg besteigen. Bist du gekommen, um mich zu foltern? Wirst du es nicht leid? Wirst du es denn niemals leid? Und kurz streckte sich der Raum vor ihm aus, in einen unendlichen Schlund. Schwarze Leere blies ihm einen kalten Wind in sein Herz. Er spürte den Fall. Doch fand er sich schon einen Wimpernschlag später vor einer Tür. Verfluchte Hexerei. Zwei schmutzig weiße Flügel, gehalten von blutrotem Stein. Kein Laut. Ein merkwürdiger Geruch nach Tempel und Tod. Auf der Schwelle verharrte er, wie ein wildes Tier, das zum ersten Mal eine menschliche Siedlung betritt. Wachsam, bereit zum Kampf oder auch zur Flucht. Sein Blick streifte über Wände aus grüner Jade hoch zu einer goldenen Kuppel. Wie auch die Türe schien der Boden aus Elfenbein, hier und da von Teppichen und Pelzen bedeckt. Ein goldener Dreifuß in der Mitte des Raumes, darin hängend ein goldener Kessel, aus dem dicke Rauchschwaden quollen. Jener Geruch, den Conan schon vor der Türe wahrgenommen hatte. Es war fast so, als müsste er sich dazu zwingen, hinzusehen. Doch hinter dem Dreifuß, auf einer Art marmornen Bank, saß so etwas wie ein Idol. Conans Augen waren aufgerissen, als er es ansah. Der Körper eines Menschen. Und doch irgendwie auch nicht. Verkümmert, verdreht, nackt und im fauligen Grün der Kopf. Unmenschlich und viel zu groß. Der Albtraum eines Wahnsinnigen. Ohren wie große Fächer, faltig und rissig. So etwas wie ein Rüssel, der bedeckt mit schorfigen Wunden in einem merkwürdigen Winkel herabhing. Rechts und links davon zwei kurze Stoßzähne, an denen vorne zwei goldene Kugeln steckten. Und zwei Augen, geschlossen wie im Schlaf. Deswegen muss man diesen Ort den Elefantenturm nennen. Conan hörte die Stimme, die seine war und doch nicht. Und wie er sich dem bewegungslosen Idol näherte, sah er, wie es plötzlich die trüben Augen aufschlug und er erstarrte. Dass er ob dieses Schreckens nicht in eine mörderische Raserei verfiel, sagt viel darüber aus, was Conan bei diesem Anblick empfunden haben muss. Wie gelähmt betrachtete er, was vor ihm lag. Kein Ding. Ein lebendes Geschöpf saß dort. Er wusste, dass er es hier mit einem Dämon der alten Welt zu tun hatte, zu tun haben musste. War er wahnsinnig? Er konnte es nicht sagen. Unser eins wäre vermutlich... Unfähig zu handeln, standen sie sich so eine unbekannte Zeit gegenüber. Der Schrecken über jene Stimme in seinem Kopf, die seine und doch nicht die seine war, ermöglichte es ihm, einen Schritt zurück zu tun. Einen Schritt zurück zur Tür. Hinaus und weg von diesem Ding. Sprich zu mir, Yara. Doch dann sah er ihm in die Augen.
sah den Rüssel des Wesens, der sich schwach erhob. Er verstand, dass dieses Geschöpf, dass der Mund dieses Geschöpfes nicht für menschliche Worte geschaffen war. Und doch, er sah genauer hin und wusste, dass von diesem Monster keine Gefahr ausging. Es würde sich nicht gegen ihn erheben. Er sah auf einmal die zahlreichen Spuren glühender Eisen. Er erkannte auch, dass dies unmöglich die natürliche Lage der Gliedmaßen sein konnte. Keine natürliche Missbildung. Er sah Folter, Verstümmelung, Amputationen und Qual. Und jegliche Furcht, jegliche Abscheu wich einem Mitgefühl, das dem Chimeria den Atem raubte. Ich bin nicht Yara. Ich bin nur ein Dieb. Ich werde dir nichts antun. Komm zu mir, damit ich dich berühren kann. Ich habe keine Angst vor dir. Und Conan näherte sich dem Wesen ohne Furcht. Das Schwert in seiner Hand war vergessen, als der Rüssel ihn an der Schulter und im Gesicht berührte. Sanft, wie die Hand eines Mädchens. Eines blinden Mädchens. Die trüben Augen konnten ihn nicht sehen, weil er geblendet worden war. Du bist keiner von Yaras Teufeln. Die reine, klare Wildheit der Ödnis haftet dir an. Anderen Namen zwar und aus einer älteren, viel älteren Zeit. Die Welt war eine andere und streckte ihre funkelnden Arme dem Himmel entgegen. Du hast Blut an den Händen, trägst den Geruch des Todes. Eine Spinne. In der oberen Kammer, ja. Und ein Löwe im Garten. Du hast in dieser Nacht einen Mann getötet. Ja. Und Tod ist über uns. Ich fühle es. Ich weiß es. Hey. Der Prinz der Diebe liegt dort oben, getötet durch den Biss jenes Ungeziefers. So und so. Ein Toter in der Schenke. Ein Toter auf dem Dach. So viel Tod hast du vollbracht. Ich fühle es. Ich weiß es. Doch jener, den ihr jetzt noch vollbringt, wird eine Magie wirken, von der nicht einmal Yara zu träumen wagt. Eine Magie der Befreiung. Oh, ihr grünen Götter von Yara. Conan sah, wie der Körper des Wesens, Jagdkoscher, so hatte er verstanden, kurz erbebte. Und ihm fielen die Tränen auf, die von den stumpfen Topaz-Augen über die narbige Haut rollten. Hör zu, Mensch. Ich spüre deine Abscheu. Andersartig. Und ein Monster bin ich für dich. Du musst nicht antworten. Ich fühle es. Ich weiß. Aber glaub mir, mir ginge es nicht anders. Könnte ich denn sehen? Ja. Viele Welten existieren abseits dieser hier. Und das Leben
zahllose Formen dort. Ja, Götter, Dämonen, all diese Teufeleien, die man sich... Herr, ich bin weder ein Gott, noch bin ich ein Dämon. Wie du bestehe ich aus Fleisch und aus Blut. Mein Fleisch mag etwas anders sein als deines, mein Blut ebenso. Die Form eine andere. Dennoch, ich bin alt, sehr alt. Oh, Mann aus der Ödnis. Ich kam aus meiner Welt hierher, auf die deine, vor einer Zeit, die weit weg und längst vergessen ist. Ja, Kais, meine Heimat. Ein Planet, der am äußersten Rand der Sternenwelt seine unendlichen Bahnen zieht. Doch wir hatten einen Krieg mit den Königen verloren. Waren ausgestoßen. So durchstreiften wir die Welt der Sterne auf mächtigen Schwingen, schneller noch als das Licht selbst, strandeten hier und wie unsere Schwingen verkümmerten und sich auflösten, löste sich auch unsere Möglichkeit auf, jemals in unsere Heimat zurückzukehren. Diese Welt brachte Leben hervor. Leben, zu dem wir keinerlei Verbindung hatten. Um nicht unterzugehen, mussten wir gegen unzählige, furchtbare Lebewesen kämpfen, die seinerzeit über das Antlitz dieses Planeten trampelten, mussten fliehen und kämpfen, fliehen und kämpfen, bis wir uns in die Dschungel des Ostens zurückziehen konnten, wo wir gefürchtet waren und dadurch hofften, in Ruhe leben zu können. Wir waren Zeuge, als die Menschen aus Affen hervorgingen. Ja, wir sahen, wie jene, die eben noch Affen waren, solche Städte wie Valusia oder Camelia erbauten. Sahen, wie jene von den heidnischen Atlantern und Pikten und Lemuriern unterworfen wurden, nur um deren leuchtenden Reiche wieder untergehen zu sehen, in Ozeanen, die sich erhoben, um alles zu verschlingen. Die Überlebenden der einen Art verfielen wieder in die Barbarei, und waren den Affen ähnlicher als sich selbst vor dem Kataklysmus. Andere wurden stumpf, eine Zeit der Steine, ohne Schrift und ohne Sprache, verloren und Kriege. Das ist eben die Geschichte der Welt. Neue Wilde erhoben sich aus den Kreisen des Nordens, wo das Eis seine Heimat hat, drängten hinab. Neue Königreiche entstanden. Die Media, Kort, Aquilonia. Ja, auch die deinen haben wir gesehen. Mit anderen Namen. Aus
aus den einst atlantischen Dschungeln. Ja, und dann gab und gibt es noch jene, die überlebt haben. Jene Teufel, die noch vor dem alten Atlantis. Ja, auch diese Brut konnte sich erneut erheben und wurde zu diesem verfluchten Zamora. Das Geschöpf schloss die Augen und verweilte einen Moment in Stille, während Conan versuchte, der Flut an unbekannten Bildern standzuhalten, die sich mit der Stimme in seinen Kopf geschlichen hatten. Dichter Dschungel, surrend von Insekten, strahlend in einer prachtvollen Fülle aus Blüten in allen bekannten Farben. Darin ein Tempel, halb Ruine, davor Menschen mit gelber Haut auf ihren Knien, betend zu Yak Kosha, dem Geschöpf. Niemals haben wir eingegriffen in den kosmischen Lauf, haben nicht geholfen und nicht gehindert. Wir sind nicht unsterblich, Mensch. Auch wenn die Weite unserer Leben näher an den Gestirnen liegen mag, so vergingen die meinen, bis schließlich ich, der einzige Verbliebene meiner Art auf dieser Welt war. Dann kam er. Wandert in einem Wissen aus dem Dunkel der Zeit von wahrer Barbarei. Einer Zeit, noch weit ehe Atlantis versunken war. Er saß zu meinen Füßen und ich ließ ihn teilhaben an meinem Wissen. Doch nie war er zufrieden. Sein Ehrgeiz, eine hungrige Bestie. Verheimlichst mir die andere Seite deiner Weisheit. Wie soll ich dich achten, wenn du mir die andere Seite vorenthältst? Die Zeit ließ dir auch ein dunkleres Wissen zuteil werden. Ich spüre es. Ich ahnte nicht, wie klug er war. Wie gerissen. Er bediente sich einer alten Schrift aus den finsteren Grabkammern des alten Stygia. Entriss mir meine Geheimnisse. Und schleppte mich als sein Sklave aus den Dschungeln von Kitai. Kein Gott mehr, dem von freundlichem Dschungelvolk Wein und Früchte geopfert wurden. Nur noch der Sklave eines Teufels in menschlicher Gestalt. Er sah noch die Träne aus dem blinden Auge herabsinken. Doch dann sah er den Körper des fremden Geschöpfes in seinem Geist und wie dieser von Yara gebrochen wurde. Unirdische Quälerei ließ Conan fröstelnd erstarren. Gebrannt, gebrochen, verformt und geblendet. Wehrlos war es einst so mächtig. Sein Verstand schien zu bersten. Er sah den Turm entstehen, während der Mond einer Nacht vorbeizog. Den Tod zu suchen war mir nicht gestattet. War mir nicht möglich. Er hielt mich in diesem Turm am Leben. 300 Jahre sitze ich hier. Verstümmelt und gebrochen. 300 Jahre benutzt und missbraucht. 300 Jahre beschmutzte er mich und meine Seele
mit den finstersten Verbrechen wieder dem Leben, wieder dem Gefüge von Zeit. 300 Jahre hatte ich keine Wahl, war diesem Monstrum ausgeliefert. Keine Wahl. Doch. Conan konnte nicht anders, als seinen Blick auf einen Altar aus Gold und Elfenbein zu richten, wo inmitten anderer Edelsteine ein großer rundlicher Kristall in der Farbe frischen Blutes zu strahlen begann. Dies, so wusste er, war jenes Herz des Elefanten. Eines meiner Geheimnisse konnte er mir jedoch nicht entreißen. So soll mein letztes Geschenk für ihn jener Zauber des blutigen Juwels sein. Nimm diesen Stein dort vom Altar. Ich fühle, das Ende meiner Zeit ist nah. Und du, ja, du sollst die Hand des Schicksals sein. Also, eine mächtige Magie, fremd dieser Welt, fremd dieser Zeit. Bei meinem lebendigen Blut, geboren aus der grünen Brust Jags, träumend in die blaue Weite des Alls. Und Conan sah, was das Geschöpf für ihn vorgesehen hatte, griff nach seinem Schwert. Er hörte es weniger, als dass es ihm eingegeben wurde. Nein, er spürte es, er wusste es und handelte. Ihm war, als würde er sich selbst von außen betrachten, einem Traum gleich. Wie er auf einmal wieder vor dem Wesen stand. Das große Juwel in der einen, das Schwert in der anderen Hand. Und er sah, wie die unhörbaren Worte Jakoschas in sein Fleisch flossen. Der Unsicherheit Conans gewahr, deutete Jakoschas Rüssel auf die Stelle, an der das Schwert seine Arbeit tun sollte. Und mit zusammengebissenen Zähnen trieb Conan das Schwert in den Leib. Er sah das alte Blut am Stahl herablaufen, sah das Zucken des Wesens, als das Leben daraus entwich. Er sah seine Hand hineingreifen in das Wesen. Wollte sich nach etwas suchen. Nach etwas, das wohl das Herz sein mochte. Zog es schließlich heraus und hielt es über das Juwel. Und Blut traf auf Stein. Doch anstatt daran herabzulaufen, schien jener Stein es aufzusaugen, wie ein Schwamm Wasser aufsaugt. Das Leben der Menschen gleicht nicht dem Leben von Jag. Ebenso wenig gleicht sich unser Tod. Jetzt, da du meine Worte in deinem Fleisch und in deinem Tun trägst, befreie mich endgültig von diesem Kerker aus blindem und gebrochenem Fleisch, auf das ich wieder Yoga von Jag werde. Die Morgenkrone den Haupt, Flügel, um zu fliegen, Füße, um zu tanzen, Augen, um zu sehen, Hände, um zu greifen. Schreite voran, dein Weg soll frei sein. Und der Barbar ging, um zur Tat werden zu lassen, worum ihn Yoga gebeten hatte. Er blickte nicht zurück, wohl wissend, dass das, was hinter ihm geschah, nicht für menschliche Augen bestimmt war, und schritt die silbernen Stufen hinab. Er fand sich kurz darauf vor einer Türe von schwarzem Holz, deren Mitte von einem silbernen Totenkopf geziert wurde.
Kein Zögern und kein Zweifeln schmälerten seinen Willen oder hielten ihn zurück, als er eben diese Türe aufschob. Die Luft des Raumes war trüb. Obwohl zahlreiche Kerzen und Fackeln brannten, schien schwarzes Holz und schwarzer Stein alles Licht sogleich wieder zu verschlingen. Direkt vor sich sah Conan einen Divan aus schwarzer Seide. Und darauf lag er. Yara, der Priester, der Zauberer. Die Augen weit geöffnet, trug gelber Lotus Yaras Blick in menschenferne Weiten und Abgründe. Yara, wach auf! Yaras Augen. Sein Blick wurde augenblicklich klar. Kalt und grausam. Wie der eines Geiers. Und der Zauberer erhob sich und blickte finster auf Conan herab. Ein Hund. Was will dieser Hund hier nur? Jener, der dieses Juwel geschickt hat, bat mich, dir auszurichten, dass... Yakosha überreichte ein letztes Geschenk und einen letzten Zauber. Was hast du getan? Und aschfahl wurde Yaras Gesicht, als er sah, wie trübe Wolken durch den einst so klaren Stein zogen. Die Farbe sich änderte. Und wie verzaubert stolperte er vorwärts, um danach zu greifen. Und nicht zum ersten Mal in dieser Nacht fragte sich Conan, ob ihm seine Augen einen Streich spielen wollen. Denn der Priester, der Zauberer, hatte sich gerade erhoben und ihn dabei noch weit überragt. Nun aber schien es ihm, als würde er ihn gerade einmal bis zur Schulter reichen. Konnte er seinen Sinnen trauen? Yara, so sah er, schien vor seinen Augen zu schrumpfen. Versuchte er zunächst noch, das alles zu betrachten, wie einer das Schauspiel einer Gauklertruppe betrachten mag, so drohte ihn doch recht bald ein Gefühl zu überwältigen, das ihn an allem zweifeln ließ, das er wusste. An sich selbst, an der Welt um ihn herum. Sicher nur darüber, dass er hier ein Zeuge war. Ein Zeuge des Spiels von Kräften, die seiner Welt, unserer Welt, so fremd waren, dass er sie wohl niemals verstehen würde. Und so betrachtete er schließlich einfach nur noch, was sich vor ihm abspielte. Wie ein Kind schien er nun, wie er herumtrappelte, das Juwel immer noch in beiden Händen haltend, bis er es schließlich fallen ließ. Und weiter schrumpfend, immer weiter, wie von Sinnen um den Stein herumlaufend, bis er sich schließlich darauf stürzte. Ohne Halt zu finden, schien er schließlich hineinzustürzen und zu versinken. Conan schritt näher an den Stein. Im Inneren des Steins sah er mit halb verdeckten Augen, wie bei einem Blick in die strahlende Ferne in grellen bunten Lichtern, etwas heranschreiten. Grünlich. Eine Gestalt mit strahlenden Flügeln. Nicht länger geblendet und verstümmelt, schritt Yakosha durch die merkwürdige Weite im Innern des Juwels auf einen verschwindend kleinen Yara zu, der in blankem Schrecken die Arme in die Höhe warf. Dann zerbarst der Stein. Conan hatte sich schon umgedreht, um dieses Schauspiel endlich hinter sich zu lassen, und sah deswegen nur noch, wie der Raum hinter ihm in den Farben des Regenbogens flimmerte, als der Stein zerbarst. Wie im Halbschlaf war er die Stufen hinabgestolpert, nicht nach oben, von wo er gekommen war. Fand sich jedoch wieder bei klarem Verstand, als er eine Kammer betrat, hinter der er den Ausgang vermutete. Dies ist dein Werk, nicht wahr? Du warst es, der diesen Wachen den Hals umgedreht hat.
Habe ich recht? Du bist über diesen Boden aus Lapis Lazuli geschritten und hast... Ja, frei soll mein Weg sein. Das sagtest du. Und nun? Doch keine Antwort kam, als er zwischen den prächtig uniformierten Gardisten, die nun kalt und verdreht herumlagen, umherging. Doch eine Türe öffnete sich schließlich. Nur ein kurzer Gedanke an die marmorne Bank des fremden Wesens, die nun wohl leer weit über ihm stand, drängte sich ihm durch den Kopf. Doch er wusste, dass er laufen musste. Weg von hier. Nun, ein Traum vielleicht. Ein Zauber. Taurus! Bist du noch hier? Nein. Also, der Morgen scheint mir wie jeder andere zuvor. Dieser Garten hier, er riecht wie. Also ich hörte, und das glaube ich auch, ja, die Götter haben Zamora gestraft über, wegen, ach, die Götter haben den glänzenden Turm einstürzen lassen, weil die Zamorier schlechte Menschen sind. Also, gewissermaßen haben sie das ja auch. Wesen aus einer fremden Welt. Was ist gut sein, Rakum? Wesen von fremden Sternen. Also, der Boden gehört gefegt, die Töpfe gehören geschrubbt. So viel steht fest. Sag, wieso? Sag, woher weißt du das? Woher kennst du diesen Barbaren? Hm? Ach, keine schöne Geschichte. Ein anderes Mal. Ja. Das denke ich auch. Ein anderes Mal. Komm, Rakum, lass uns arbeiten. Im Grenzland lernte ich ihn kennen. Nahe, nein, zu nah am Land der Pikten. Pikten? Oh. Ja, das war bestimmt keine schöne Sache. So, an die Arbeit. Doch, ja, ich komme. Ist wohl auch besser so. Ach, ja.
Sie hörten Conan, Episode 2, Das Herz des Elefanten. Frei nach der Erzählung Der Turm des Elefanten von Robert E. Howard. In den Rollen Thomas Söcker als Conan und Jack Koscher, Marvin Kopp als Rakum, Matthias Heil als Trego, Philipp Bösand als Taurus, Diana Dalian als Bretonierin, Bernhard Schlacks als Yara, Reborn Creepypasta als Mann aus Schäm, Michael Piotrowski als Wirt, Michael Malewski als Zuhörer 1, Tina Wolf als Zuhörer 2, Ulrich Hennings als Prinz, Anja Klukas als Frau auf der Straße 1, Maria Arato als Frau auf der Straße 2, Marco Hennings, Ulrich Hennings, Meinhard Schulte, Frank Spiegel, Claudio Volino als Gäste in der Keule, sowie Credits von Volkers Stimme. Skript, Regie und Dialogschnitt Claudio Volino. Produktion und Sounddesign Erik Onder der Linden. Musik Markus Hildebrand. Lektorat Marek Schädel. Dieses Projekt entstand unter Mitwirkung der Community von hörtalk.de und steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0 für nicht kommerzielle Verwendung.